Hallo, das letzte Video ist jetzt eine Weile her schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich war krank in der letzten Zeit und ich hatte wenig Lust, krank ein Video zu machen und meine Stimme hat sich auch nicht so gut angehört, deswegen gab es eine kleine Pause, aber heute geht es wieder weiter und es ist endlich soweit. Heute kommt meine Acanthus curia geniculata in ein neues Gefäß. Ich habe ja schon erwähnt, es ist sehr schwer in diesen Faunaboxen hier die Luftfeuchtigkeit zu halten, weil hier überall oben Löcher sind. Und deshalb kriegt die Spinne heute ein neues Zuhause. Aber das Ganze sehen wir nach einem kurzen Intro. Bis gleich. So. Da unten sitzt er. Da ich die Erde hier drin und so ein bisschen Dekoration nochmal verwenden will für das neue Gefäß, muss ich den erstmal da rausholen. Wer Acanthus curia geniculata kennt, der weiß, die reagieren sehr schnell auf Bewegungen und denken sofort, das ist Futter. Deswegen bei einer Geniculata immer erstmal testen. Also erstmal mit einem Gegenstand reingehen. Ich habe hier so einen Schaumstoff, so eine Schaumstoffdämmung, so ein Stück Schaumstoffdämmung. Damit tippe ich die Spinne ein bisschen an. Seht ihr? Da beißt sie sofort rein, weil sie denkt, das ist Futter. Wenn ich jetzt so ein bisschen mit ihr hantiere und sie merkt, das ist kein Futter, dann geht es ja auch schnell in Verteidigungshaltung. Und dann kann ich auch schon, also man könnte sie jetzt auch schon auf die Hand nehmen, aber das Abdomen ist ziemlich, ziemlich dick bei der Spinne, deswegen heute nicht. Ich versuche sie jetzt da in den Becher zu bekommen. Man sieht, sie ist jetzt sehr, sehr ruhig. Was sehr gut für mich ist. Aber sie stellt sich gerade hier ein bisschen doof an und möchte nicht in den Becher laufen. Na komm. Tu mir den Gefallen und lauf in den Becher. Nee, das ist die falsche Richtung. Da waren ein bisschen Brennhaare. Okay. Und da haben wir sie in den Becher. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und das war's erstmal. Jetzt hole ich hier die ganze Deko raus und fülle das ins neue Gefäß. So, das hier soll das neue Zuhause werden. Aber erst einmal hole ich hier die Sachen raus. Ich mache das hier mit der Zange, weil da werden einige Brennhaare drin sein. Und ich möchte, also ich werde es kaum verhindern können, dass ich ein paar abkriege, aber ich will das so gut es geht vermeiden. Deswegen hole ich hier die Sachen erstmal vorsichtig raus. Eins nach dem anderen. Das kann man zum größten Teil nochmal wieder verwenden. Hier noch ein Korkstück. Hier noch ein Korkstück. Bisschen Moos. Und ein Seeigelskelett, was ich echt schön finde als Deko. Der kommt auch wieder in das neue Gefäß.
Und hier drin haben wir jetzt nur noch Erde. Das werde ich, so wie es ist, ein bisschen mischen und in das neue Gefäß geben. So. Es sieht nicht groß anders aus als vorher. Ich habe hier die zwei Korkstücke zu einer Höhle gemacht. Der Seeigelskelett und genau. Der Rest ist eigentlich so geblieben. Wasserschale wieder da. Und ja, was ich mit dieser Box mache, da überlege ich mir noch was. Da wird entweder was reinkommen, was nicht so viel Feuchtigkeit benötigt. Oder vielleicht ziehe ich da nochmal eine kleinere Schokoschabenkolonie auf. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall kommt die Box erstmal zur Seite und das Tierchen kommt hier rein. Das machen wir jetzt. Erwartet ihr schon ganz gespannt? So. Da werde ich den Becher einfach mal reinstellen. Und dann mal schauen, ob er da von alleine rausrennen möchte. Oder ob ich da ein bisschen nachhelfen muss. Ne? Alleine scheint er nicht zu wollen. Er hat hier in eins dieser Löcher mal einen Stab reinmachen, ihn so ein bisschen von innen anstupsen. Ja, die Arbeit mit Geniculatas ist echt sehr viel ruhiger als mit manch anderen Arten. Das ist schon fast, die sind schon fast zu ruhig, sage ich mal. Na, Brennhaare muss ich jetzt nicht schmeißen. Ich möchte einfach nur, dass du da rausrennst. Ja. Jetzt musst du, oh, hör auf mit den Brennhaaren. Ich mache dir doch nur wieder ein schönes Zuhause. Diesen Becher muss ich mal ein bisschen auswaschen jetzt, weil ich den immer wieder benutze, auch für andere Spinnen. Und schon bist du in deinem neuen Zuhause. Glaub mir, es ist um einiges besser jetzt. Ja. Wie gesagt, sehr entspannte Tiere, wenn man weiß, wie man mit denen umgeht. Wie gesagt, immer erst checken, wie die Spinne drauf ist, ein bisschen mit einem Pinsel oder mit einem weichen Gegenstand anstupsen. Dann gehen die da erstmal drauf, merken dann, es ist kein Futter, es gibt kein Futter. Und danach sind sie auch sehr entspannt und bleiben auch entspannt. Ja, das hätten wir erledigt. Und damit sind wir schon am Ende vom Video und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann weißt du, was zu tun ist und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!